Ja moin und frohes neues Jahr 2024. Bevor es an meinem Zoo-Eingang weitergeht, ist doch glatt nochmal eine Lego-Bestellung eingetroffen. Zum einen das Blätterdach der von mir liebgewonnenen Friends-Bäume, diesmal in dunkelgrün. Und kleine Sammelpackungen mit Meereslebewesen. Diese stammen aus dem Set 80049 Drache des Ostpalastes von Monkey Kids. Denn nur dort gibt es die in Bright Light Orange. Ansonsten gibt es sie noch in 8 anderen Sets, wobei 7 Friends-Sets sind und alle diese Tiere werden dann in Korall. Diese hier werden später in meinem Meeresmuckel landen. Aber nun zurück zum Zoo. Während sich meine Fliesenleger 2 bis 3 Flaschen Bier durch den Kopf gehen lassen, waren die anderen Handwerker fleißig und haben den Grundbalken für den Dachstuhl gesetzt. Nach dieser Fläche, die die beiden mit Fliesen belegt haben, haben sich die beiden diese Pause aber auch verdient. Die Pfeiler, die eine große Last des Dachstuhls tragen sollen, stehen bereits. Damit die 4 Bauarbeiter zukünftig andere Tätigkeiten übernehmen können, sollten diese Träger jetzt mit Dachlatten versteift werden. Die erste Hälfte des Daches wurde erfolgreich abgelattet. Und kann jetzt eingedeckt werden. Da stehen sie nun, meine 3 Dachdeckermeister. Und ich kann mich über einen Fachkräftemangel echt nicht beschweren. Die 3 Herren haben die Schindeln hervorragend befestigt. Da ich in dieser Folge, der 125. auch schon wieder 635 Steine verbaut habe, ist Schluss für heute. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal 2 Züge fahren. Im inneren Kreis ist es diesmal die 4841 der Hogwarts Express, die 3. Edition aus dem Jahre 2010. Und im äußeren Kreis die 75955 der Hogwarts Express aus dem Jahre 2018 mit 2 Personenwaggons. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.